Die Vögel zwitschern, die Bienen sterben, die Furunkel furunkeln. Da ist doch eben was dabei. Ich sitze auf dem Schaukelstuhl auf meiner Veranda und brülle die Kinder an, sie sollen von meinem Rasen verschwinden. Es muss also Frühling sein. Ach. Na? Na? Gut, dass wir drüber geredet haben. Ja. Das war's wieder für heute. Ach. Warte, ich bin gleich. Hab's gleich. Dann erzähl ich was, solange du es noch hast. Okay. Ich war heute einkaufen. Was hast du denn eingekauft? Meistens unnötiges Zeug. Und Käse. Aber es sind echt so viele Idioten unterwegs und ich glaube, es wird immer schlimmer. Glaubst du nicht einfach, dass unsere Geduld immer weniger wird? Das auch. Aber ich meine allein schon diese Leute, die im Supermarkt im Weg stehen. Und ich meine nicht versehentlich irgendwo stehen, sondern einfach zu dumm sind zu merken, dass sie wirklich absichtlich im Weg stehen. Da stand was im Weg, sorry. Ja. Ja. Nachdem mir diese Person in einem anderen Gang wieder entgegengekommen ist, habe ich mit meinem Einkaufswagen stramm drauf zugehalten, bis sie irgendwann zur Seite musste. Nee, es ist einfach... Dann habe ich gedacht, ach komm, hol ich wieder schnell einen Döner. Es war 16 Uhr. In den Dönerladen kommt ein stark angetrunkener Mann. Bestellt sich eine Pizza und fängt an, mit mir zu reden. Kommst du mit ins Kellereck? Ich habe dann dankend abgelehnt. Er ist dann raus, eine rauchen, kam wieder rein und fängt wieder an, mit mir zu reden und erzählt mir, mal in der Apotheke da drüben, das schafft meine Ex-Frau. Die ist wieder da, die blöd Kuh. Dreimal hat sie mich bedroht. Okay. Schöner war's dann. Die funktionieren also auch beim Döner. Ja, scheinbar. In der Eisdiele war es dann schöner. Ich habe mir da auch ein Eis geholt. Vor mir war eine Mutter mit so einem kleinen Kind. Ja. Das Kind hat das Eis gekriegt und die Mutter hat sich dann ein Eis geholt. Und beim Gehen sagt das Kind dann zur Mutter, guck mal, da in der Scheibe ist ein Schmierer. Da hat die Mutter gesagt, da hat bestimmt jemand mit seinem Eis dagegen gestoßen. Und das Kind grinst und sagt, ja, ich. Wenigstens ist es ehrlich. Ja. Und was hast du so gemacht? Wo sollen wir denn da anfangen? Ich würde jetzt sagen, seit der letzten Sendung, da die aber nicht veröffentlicht ist und ich noch gar nicht angefangen habe, sie zu schneiden. Ich möchte so anfangen wie immer. Viel gearbeitet, wenig sonst. Das aber diesmal nicht stimmt. Ich habe mich auch um den Finger geschnitten, Fernsehen geschaut. Dinge auf der Gitarre getan. Gute Dinge auf der Gitarre getan. Meine Zunge geht nicht mehr. Wirklich. Wenn man sich nicht alles aufschreibt, ich hatte vorhin noch was, wo ich mir dachte, ja, muss ich mich so erzählen. Ich meine, heute ist auch ein schlechter Tag, um mal schnell Themen auf Wikipedia zu suchen.
Die englische Wikipedia funktioniert. Ich weiß, die habe ich auch oft. Und eine andere braucht man ja auch nicht. Ja. Ah, natürlich Wikipedia. Statt meinem Mittagsschläfchen habe ich mir den Artikel über Kannibalismus, Liste der Kannibalismusverbrechen durchgelesen und war sehr unterhalten. Hungrig. Und da war wirklich alles dabei. Das ist interessant, weil ich habe heute Mittag auch über Kannibalismus nachgedacht. Ah. Weißt du, wenn du so zum Kannibalen eingeladen wärst, sollst du dann was Geschmackvolles anziehen? Das Bacon-Hemd. Ich habe hier die Tage eine Blumenkohl-Bacon-Bomb gemacht. Ja. Geil. Ja. Liegt sehr schwer im Magen. Oh ja. Aber geil. Ja, das nächste Mal probier es mit Rosenkohl. Die ist nicht so groß. Aber man kann viele kleine Bömmchen draus machen. Ja. Gefällt mir. Ach genau, ich weiß nicht, wie ich auf den Kannibalismusartikel gekommen bin. Auf Twitter huschte irgendwas durch von wegen, man solle seinen Geburtstag und Florida Man googeln. Weil da wohl lustige Dinge bei rauskämen. Bei mir kam leider nur der raus, der das Gesicht des anderen gegessen hat und daraufhin erschossen wurde von der Polizei. Es ging ja irgendwie relativ groß durch die Medien, ich konnte mich daran erinnern. Ja, das war Zombie-Fall. Genau. Florida Man. Wenn man schon beim Googlen lachen muss. Ich muss immer übrigens lachen beim Googlen. Weil? Ich bin halt ein lustiger Mensch. Oh. Man breaks into a Burger King and drinks gallons of deep frying oil. Ja, wer von euch war das? Ja. Der andere gefällt mir auch gut. Florida man arrested for hanging on a traffic light and shitting on cars passing underneath. Yep. Hier, Flo. Ja. Hast du keine Kopfhörer drin? Warum? Ich sag mal so. Ich höre mich auf meinem Monitor und was von dir zurückkommt. Gleich laut. Warte mal. Ich meine, die Welt kann nicht genug Hendrik haben, aber ich kann mir vorstellen, dass das manche Hörer das besser machen. Ich bin nämlich nicht Stereo, ich bin zeitversetzt. Boing. Boing, boing. Boing, boing, boing. Bada, bada. Dann boah, muss ich schade. Nämlich, ja, dann muss ich den Kopfhörer wechseln. Ah. Ich habe immer hier meistens nur so einen alten, noch einohrigen Kopfhörer. Ja. Der scheint jetzt überhaupt nicht mehr erkannt zu werden. Ah. Ach, der Scheißen ist übrigens ein Hoax. Schade eigentlich. Aber ich hätte es dem Florida Man zugetraut. Tja. Dem einen. Das ist voll der Superheld eigentlich. Das ist ein Job für Florida Man. Genau. Ich habe
übrigens auch ein ähnliches Thema. Ja. Ich habe nach Sexunfällen gegoogelt. Es ist ein bisschen bedenklich, dass das ähnlich wie Kannibalismus ist, aber hey, lass hören. Nein, es sind interessante Sachen dabei. Drauf gekommen bin ich wegen eines Falls, wo ein Münchner 13 Penisringe benutzt hat, gleichzeitig. Gleichzeitig? Ja. Okay. Es sollte dazu dienen, natürlich die Erektion zu verlängern. Ja, aber verlängern im Sinne von Zentimeter, oder? Also, das ja, ist ja nicht quasi nur das, so weggedrückt und Rollbraten. Naja, es ging ja auch nicht mehr ab. Er ist dann halt so in ein Krankenhaus gefahren. Die konnten ihm aber auch nicht helfen. Feuerwehr, oder? Die Ärzte haben die Feuerwehr gerufen, genau. Mit zwei Trennschleifern haben sie nach und nach diese Ringe dann entfernt. Und wenn du denkst, das war schon schlimm, ich habe noch mehr, das streue ich so in die Sendung ein. Was kann schon schief gehen, wenn man sich Metallteile über den Penis stülpt? Werden die Menschen wirklich immer dümmer? Ja. Also vielleicht erfährt man jetzt nur auch mehr. Kann natürlich auch sein, ja. Aber ja, dümmer. Viel, viel, viel dümmer. Vielleicht hat sich das ja bald endlich mal erübrigt mit dem Mehr erfahren. Wenn die Upload-Filter auch diese ganzen Nachrichten zurückhalten. Ja, ich hoffe auch, dass mit den Menschen hat sich bald erledigt, wenn die Klimaerwärmung so weitergeht. Das mit dem, ich hoffe, das hat sich mit den Menschen bald erledigt. Da bin ich über eine Zeitungsmeldung oder Tagesschau-Meldung gestoßen, die ich von der Formulierung her etwas bedenklich fand mit Wissenschaftler haben einen Weg herausgefunden, die Überbevölkerung in Afrika einzudämmen. Und ich dachte mir, alles, was jetzt kommen kann, kann nur falsch sein. Und habe den Artikel nicht gelesen. Oh. Ja, falsch sein. Ich glaube, ich kann mittlerweile erzählen, dass ich mich beruflich umorientieren möchte. Also ich bewerbe mich mal hier und da und gucke mal, was dabei rauskommt. Wir könnten ein Bordell aufmachen. Ich hätte da einen Job für dich, Flo. Ich will nicht schon wieder putzen. Ach, verdammt. Nein, ich hatte mich beworben und hatte auch am Montag ein Vorstellungsgespräch. Es lief auch ganz gut, die hätten mich genommen. Ich wollte aber nicht. Ich habe dann nämlich so nach und nach herausgefunden, was diese Firma ist. Die existiert nämlich nur auf dem Papier und ich glaube, dass die auch nur existiert, na gut, um einen speziellen Teil der Produktpalette zu verkaufen, aber okay, auch, weil sie unter dem normalen Firmennamen keine Mitarbeiter mehr bekommen. Ich habe hier eine Seite gefunden, die auf der Mitarbeiter, natürlich sind es hier meistens Ex-Mitarbeiter, aber wo man seinen Arbeitgeber bewerten kann. Und der Eindruck, der hier vermittelt wird, den hatte ich auch so irgendwie so ein bisschen. Deswegen habe ich natürlich auch Nein gesagt. Mhm. Auch wenn man mir sogar angeboten hat, dann wollen Sie vielleicht eine andere Stelle? Nein. Was eigentlich schon eine beeindruckende Situation ist, ne? Wenn man einen Job ablehnt, daraufhin einfach noch mehr Angebote bekommt. Ich meine, wenn ich den wirklich gewollt hätte, wäre das eine geile Situation. Ja. So ein bisschen mehr Geld und dann komme ich. Hier haben ehemalige Mitarbeiter Sachen geschrieben wie, man hat schon Angst zu arbeiten, weil man Angst hat, wieder angeschrieben zu werden. Mhm. Das klingt nach super Voraussetzungen für einen Job. Plus nicht dort anfangen, ist eine andere Überschrift. Mhm. Hier steht auch, die Mitarbeiter werden sehr schlecht behandelt und auch angeschrien. Hier wird auch darauf verwiesen, dass auf der Seite der Produkte Made in Germany steht. Das habe ich auch mitbekommen, dass das nicht wirklich der Fall ist. Mhm. Aber es wird teilweise in Deutschland hergestellt, muss man schon sagen. Also die halten sich an die Regeln sind halt bescheuert.
Lass mich raten, es wird in Deutschland neu verpackt. Nein. Also die schicken schon Rohmaterialien ins osteuropäische Ausland. Ja, die Firma, es war sowieso nicht so unbedingt mein Fall. Hier schreibt jemand zum Beispiel, bei Gehaltssozialleistungen, dass Schmerzensgeld angebracht wäre. Okay. Und dass überhaupt nicht darauf eingegangen wird, dass man als neuer Mitarbeiter natürlich eine Einarbeitungszeit braucht. Dass aber auch gleichzeitig einem überhaupt nichts zugetraut wird, trotz Ausbildung und Berufspraxis. Also null Wertschätzung und deswegen auch eine sehr hohe Fluktuation. Und da hatte ich dann irgendwie doch keine Lust. Ja, das glaube ich dir. Aber ich fühlte mich spontan an mein liebstes Hassbuch aus dem beliebten Springer Verlag erinnert, nämlich Angstbewusste Führung. Besser und produktiver arbeiten durch den motivierenden Einsatz von Angst. Ach, wunderbar. Ja, ein Träumchen. Ja, wo wir bei Träumchen sind, lass uns mal was Neues probieren. Hat der Mann zu seiner Freundin gesagt. Ja, Schatz. Und hat ihr dann einen Trichter in den Po gesteckt und flüssigen Zement hineinlaufen lassen. Also, es gab einen Haufen Ärzte, die den Zement wieder abtragen mussten, aber es war ein perfektes Abbild eines Rektums. Ja. Du weißt, was wir heute Abend noch machen? Ich gehe schon mal in den Keller und hol den Sack Zement. Ja. Ach, das wird super. Nein. Wie sieht's aus, Flo? Bist du vorbereitet? Ich habe den Episodenführer offen, damit ich mich erinnere. Wir hatten da ja was vor. Ja. Wir haben die ersten Folgen Invader Zim geschaut. Die ersten vier, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, wenn ich mich nicht täusche, waren es die ersten vier. Bei mir ist es schon länger her. Ja, wie ist denn so dein Eindruck dieser klassischen Serie? Ich liebe diese Serie. Das ist großartig. Ich finde halt schön, dass es da so viele Details gibt, die sehr, sehr liebevoll umgesetzt sind. Während anderes einfach, will ich sagen, lieblos dahingeschmiert wirkt. Aber gerade bei der ersten Folge fiel es mir auf, diese sehr, sehr viele Raumschiffe und sowas. Das sah schon alles ziemlich unausgereift aus. Ja, auch diese Mischung aus dieser klassischen Animation und diesen alten Computergrafiken. Mhm, genau das. Ich meine, die Serie vielleicht ist 2001. Genau das. Ja, vielleicht ist es das. 2001? Ja, ist schon lang her. Schon ein bisschen, ja. Ist volljährig mittlerweile. Wuhu! Englische Sprache fand ich schwierig. Ja. Weil die Tonspur irgendwie, entweder ist man es nicht gewohnt, weil es heutzutage anders gemischt wird oder was, aber es kam mir sehr flach und leise vor. Also ich habe es auch auf Englisch probiert und bin dann doch wieder bei Deutsch geblieben. Mhm. Auch weil ich es einfach so gewohnt bin. Mhm. Und es, ja, ich habe das bei Englisch oft, dass es so ein bisschen dumpfer klingt. Dass die Leute schlechter zu verstehen sind. Das ist wahrscheinlich, weil es einfach so aufgenommen wird und in Deutsch nochmal richtig dann synchronisiert wird. Mhm. Aber gut, bei Zeichentrickserien ja auch nicht. Deswegen ist das ein bisschen merkwürdig. Ja, wer weiß, ob die Zeichner einfach beim Zeichnen reden müssen. Ja, oft ist es ja so, meines Wissens, dass tatsächlich erst die ganzen Texte aufgenommen werden, dann die Leute passend dazu zeichnen. Mhm. Gäbe natürlich auch Sinn, ne? Nein, Sim. Ah. Was mir hingegen total gut gefallen hat und wie ich einfach finde, total super umgesetzt ist, Szene, wo Sim auf der Erde landet und dieses Haus sich aufbaut.
Das ist eine Szene, die habe ich mir mehrmals anschauen müssen, weil sie so schön war, weil das einfach, wenn man visualisieren müsste, wie sich ein Pilz ausbreitet. Ja, diese ganzen genauso. Tentakel und so weiter, das ist richtig, ja. Richtig. Und das ist und auch eine Computerszene. Was ich einfach sehr, sehr witzig von der Umsetzung her fand, war, das Haus baut sich um die Couch herum auf. Ja, das natürlich. Fand ich schön. Endlich jemand, der mich versteht. Das Wichtigste. Ja. Ja, fangen wir doch an. Wir reden jetzt erst über Episode 1. Der Albtraum beginnt, The Nightmare Begins. Okay. Und heute ist der 21.03.2019. Hätten wir noch ein paar Tage gewartet, hätte die nämlich Geburtstag gehabt. Am 30.03.2001 ist sie original ausgestrahlt worden. Hm? Und soll ich gerade sagen, worum es geht? Ja, bitte. Ja. Also, der Planet Irk. Das Volk der Irken. Das sind die mächtigen Eroberer. Die wollen sich das Universum untertan machen. Und das sind die großen, mächtigen, also ziemlich große Anführer. Wahrscheinlich, weil sie von körperlich am größten sind, werden sie so genannt. Die haben jetzt die Mission Drohender Untergang 2 ins Leben gerufen, nachdem Drohender Untergang 1 fehlgeschlagen ist. Und weil es da diesen kleinen Eroberer in Vader Sim gibt, der sie nervt und den sie loswerden wollen, schicken sie ihn zur Erde und hoffen einfach, dass er verloren geht. Geer erreicht aber die Erde und bereitet seine Invasion vor. Er tarnt sich als Schüler und er hat, und das ist eine meiner Lieblingsfiguren der Serie, seinen Roboterhund Geer dabei. Also es ist ein Roboter, der sich als Hund tarnt. Und Sim schleust sich in eine Schule ein und einer seiner Klassenkameraden, Dip, der erkennt sofort, dass etwas nicht stimmt. Der glaubt, dass es ein Außerirdischer. Aber keiner glaubt ihm, weil er ein Spinner ist. Ja. Ja. Das war es so ungefähr, worum es in dieser ersten Folge geht. Oder in den gesamten Serien. In allen Folgen, ja. habe ich direkt mal eine Rückfrage? Ja. Erste Folge wird ja der Roboterhund in Anführungszeichen erschaffen, weil alle anderen Eroberer bekommen ja einen richtigen Killer-Roboter zur Hand gelegt, ans Bein gebunden, wie sagt man? Zur Seite gestellt. Ah ja, genau. Ich kam auch nicht drauf. Und das, was Sim bekommt, ist ja, vorsichtig gesagt, ein Montagsmodell. Was schicken die Eroberer diesem Roboter in den Kopf statt richtigen Schaltkreisen? Das habe ich nicht erkennen können. Ist das einfach Müll? Vermutlich. Also ich meine, Geer ist sowas wie der Twitterer unter den Killer-Robotern, oder? Das trifft es sehr gut, ja. Er ist ja komplett wahnsinnig. Er hat ja eine Aufmerksamkeitsspanne von, oh guck mal, da ist ein Schmetterling. Was? Hi, na? Was? Ja, hi. So, was machen wir denn heute? Wir könnten über Sexunfälle reden. Okay. Ich google mal danach. Cool. Wie stehst du eigentlich zu Kannibalismus? Während dem Sex? Kommen wir doch dazu. Okay. Erstmal hätte ich eine Gabel anzubieten. Nein, bitte eine nicht. Eine 10 cm lange Gabel, die bitte sich ein 70-jähriger nicht. Mann in Australien in sein liebstes Stück eingeführt hat. Die Ärzte haben Zangen, Pinzetten und so ein paar Flaschen Kleidgel gebraucht, um die Gabel mit unter örtlicher Betäubung dann wieder rauszukriegen. Ja. Episode 2. Reden wir lieber über Episode 2 von Invader Sim. Geht Sim in der ersten Folge schon in die Schule? Ja. Dann habe ich da eine Rückfrage zu. Ja. Die Lehrerin, auf die er da trifft. Ja.
eine super Figur, wie ich finde. Die heißt ja Bitter. Ja. Ist das eine Hommage an Miss Finster? Disneys große Pause, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Es Weil gewisse Ähnlichkeiten, ja, finde ich, bestehen. Ähnlichkeiten sind da. Gut, Miss Finster hat Füße. Ja gut, sie ist kein Gespenst, das stimmt. Ja. Aber so vom Gesicht her sind da tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten. Aber ich glaube, Miss Finster ist keine so durch und durch böse Person. Nur so halbböse. Ich glaube, die Frau Bitter ist auch nicht wirklich böse. Sie ist einfach kurz vor der Rente und hat keine Lust mehr auf ihren Job. Und mag keine Kinder. Das macht sie noch nicht automatisch böse. Ein böser Automat. Sonst wäre ich auch böse. Ja, du bist auch böse, Schatz. Ja, stimmt. Also, ich kann die Ähnlichkeiten nicht von der Hand weisen. Disneys große Pause ist auch eine schöne Serie. Ja. Worum geht's denn in Folge 2? Folge 2 besteht aus zwei Geschichten. Beste Freunde, Bestest Friend und Nanozim. Also in der ersten Story hatte Sim Probleme, ja, sich so auf das Erdenleben einzulassen. Stimmt, deshalb freundet er sich mit dem größten, ja, ich überlege, Außenseiter der Klasse an. Außenseiter ist ein gutes Wort. Oder sagen wir, der einzige der Außenseiter, der seine Tests überlebt. Ja, die ganze Klasse besteht ja eigentlich aus Außenseitern oder aus ganz merkwürdigen Kindern. Und hier lernt er also Keith kennen. Keith. Und der ist auch nicht so unbedingt der Allerhellste. Und versucht halt durch die Hilfe eines Freundes menschlicher zu wirken. Ich meine, das haben wir alle schon hinter uns, oder? Oh ja. Es hat auch nicht geklappt. Nee, irgendwie nicht so. Ich esse Gummibärchen. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Achso, mir hat jetzt die Pilotfolge eigentlich ziemlich gut gefallen. Die hat ja so die Story schön aufgebaut und auch diese Rivalität zwischen Dip und Sim. Mhm. Und diese Namen sind. Ich mag übrigens Dips Schwester Guess auch sehr. Du auch? Ja. Die und Gerr. Meine Lieblingsfiguren. Ja, absolut. Ich fand jetzt also hier diese beste Freunde-Geschichte, ja. Ich fand das mit diesen Auswahltests für seine Freunde sehr schön. So wie viel Strom kann man durch meine besten Freunde jagen, bevor sie umfallen? Was war das andere? War das irgendwas mit wie viel Säure können sie trinken, bevor sie sterben oder sowas? Ja. Also einfache Überlebensdings. Und dass man dann durch Dummheit überlebt, das zeigt wieder sehr viel über die menschliche Evolution. Ja. Also Darwin hatte nicht unbedingt recht. Das erklärt so vieles. Leider. Ja. Ja, dritte. Der zweite Teil dieser Folge ist eine ganz klassische Science-Fiction-Geschichte. Worum ging es nochmal? Sim geht in einem winzig kleinen, geschrumpften U-Boot in Dips Körper und will Dips Gedächtnis löschen, weil der Fotos gemacht hat. Dip hat ein ferngesteuertes Mini-U-Boot und wehrt sich. Und dann muss aber seine Schwester Gess, die eigentlich nur in Ruhe Computer spielen will, eingreifen, um Sim aus dem Körper ihres Bruders zu vertreiben. Mhm. Wobei man vielleicht auch erwähnen sollte, dass der Vater von Dip und dem lilahaarigen Mädchen, dessen Namen ich wieder vergessen habe,
ein verrückter Wissenschaftler ist. Ja. Irgendwie sind alle verrückt in dieser Serie. Und das nicht auf die gute Art. Ja. Deswegen mag ich die Serie aber auch. Ja. Es ist eine recht klassische Science-Fiction-Geschichte, ist aber auch lustig umgesetzt, also fand ich jetzt auch nicht schlecht. Nee, hat einen nicht vom Hocker gerissen, fand ich. Ja. Aber schlecht war es nicht. Was mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen hat, war das verschwundene Ei. Also hart gekocht und geschält und von einem Chinesen in die Vagina seiner Frau eingeführt. Ja. Er hat dann versucht, als es nicht mehr rauskam, es zu entfernen. Mit einem Löffel oder mit Essstäbchen. Das ging nicht. Mhm. Auch hier musste dann das Krankenhaus eingreifen. Wahrscheinlich eingreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und der Arzt hat auch geschimpft. Es wäre sehr gefährlich, weil das Ei eine bestimmte Zusammensetzung von Bakterien hat, die da drin ganz schnell anfangen können zu faulen. Ach, ach, ach. Ja. Kommen wir lieber zu Folge 3. Sollte man da auch ein Kondom drüber ziehen? Das werden wir gleich rausfinden. Die beiden Geschichten sind Elternabend, Parent-Teacher Night, ja, und Der Gang des Verderbens, Walk of Doom. Machen wir erstmal den Elternabend. Ja, bitte. Ja, es ist Elternabend in der Schule. Und um nicht so aufzufallen, hat Sim eben Roboter-Eltern gebaut. Die, zum Beispiel auch an die Haustür gehen, wenn jemand klopft oder klingelt. Um es eben natürlicher wirken zu lassen, weil ein Schüler kann ja nicht allein in einem Haus also man braucht ja Eltern zum Wohnen. Zum Wohnen, ja. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Ja, er versucht also seine Roboter-Eltern umzuprogrammieren mit Hilfe eines Videos und Gier schaltet den Fernseher dauernd um. Und das so, dass sie nicht mit irgendwelchen so benehmen sich Menscheneltern Videos programmiert werden, sondern mit allen möglichen Daily Soaps und so Gedöns, oder? Und Werbespots. Und Werbespots, ja. Und das führt natürlich dazu, dass die Verhaltensmuster der Eltern so ein bisschen kaputt sind. Das ist eine sehr lustige Folge, also ich mochte die sehr. Ich meine, die Roboter-Eltern sind natürlich blasse Charaktere, weil sie Roboter-Eltern sind und überhaupt keine Persönlichkeit haben. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Ja. Aber hier so programmiert durch das Fernsehprogramm war schon ganz lustig. Ja. Wobei ich Szenen mit der Peter ja sowieso mag dann. Eventuell müssen wir das jetzt rausschneiden, weil es einfach die nächsten Folgen schon spoilern würde. Ach, was soll's. Kommt die Folge mit dem Putzen nicht auch schon irgendwo? Warte. Wo Sim diesen Putzrappel bekommt und alles mit Reiniger einsprüht? Die Killerkeime, ja, da kommen wir gleich dazu. Ah, okay. Erst kommen wir noch zum Gang des Verderbens. Mhm. Fand ich jetzt wieder ein bisschen schwächer, wobei man schön diese absolut kaputte Welt kennenlernt. Gier bekommt einen Navigationschip, damit er sich und Sim nach Hause führen kann, wenn es mal brenzlig wird. Und Sim will diesen Chip testen und deswegen verirren sie sich absichtlich. Problem ist nur, Gier hat den Chip entfernt, weil er Platz haben wollte für ein Stück Kuchen. Ja, und also müssen die beiden durch diese vollkommen bescheuerte Welt nach Hause irren. Ist das nicht auch irgendwie so großstadtmäßig? Ja. Mhm. Fand ich jetzt, ja, ist okay.
ist nicht mein Favorit, aber... Ich fand die gar nicht gut. Ich habe dabei abgeschaltet. Also mental abgeschaltet. Also was mir am besten gefallen hat, ist, dass man wirklich so ein bisschen diese Stadt und diese Welt kennenlernt. Aber so die Folge an sich ist relativ, ja, unnütz. Ja. Gar nicht so unnütz ist ein Vibrator. Das stimmt. Den hat ein Mann verloren. Oh Gott. Wo? In seinem Hintern. Aha. Er war aber spät dran für einen Flug und hat gedacht, ach, dann lass ich ihn einfach da, wo er ist. Da verliert man wenigstens auch nicht. Ja. Also das Ding hatte wohl Metall an sich. Also der Check-in hat Bing gemacht. Außerdem hat der arme Mann auch noch gebrummt. Also wurde er von der Security auf die Polizeistation gebracht und hat seinen Flug dann leider doch verpasst. Scheiße. Ja, vermutlich auch. So, Folge 4. Folge 4. Killerkeime, Germs und finstere Ernte, Dark Harvest. Ja. Ja, Germs ist auch wieder so ganz klassische Science-Fiction-Geschichte. Außerirdische können natürlich mit Erdmikroben nicht umgehen. Und deswegen putzt er. Er baut sich eine Brille, damit er die sehen kann. Und dann putzt er. Und putzt. Und putzt. Und vergisst alles andere. Haustierroboter bringt immer neue Keime mit rein. Ja, natürlich. Die fand ich ganz lustig. Und ja, putzt. War nicht schlecht, hab mich aber daran erinnert, dass ich mal wieder putzen muss. Na, da könnte ich vielleicht nachher auch noch was erzählen, mal gucken, ob wir dazu kommen. Okay. Ja, und auch im zweiten Teil der Folge geht es um kleine böse Dinger, nämlich um Läuse. Sims zur Krankenstation, weil er Läuse hat. Und Dip denkt natürlich, haha, jetzt wird er enttarnt. Als Alien. Weil er hat natürlich keine menschlichen Organe. Er hat aber auch keine Läuse, er hat eine Taube auf dem Kopf. Ja. doch, er muss wegen Kopftauben zur Krankenschwester. Es ist doch dasselbe. Das ist auch so ein vollkommen bescheuerter Einfall, oder? Ja. Das ist schön. Naja, auf jeden Fall klaut sich Sim unterwegs dann ein paar Organe hier und da. Und tauscht und ersetzt die dann aus. Sie irgendwie mit Unrat. Keine Katze oder einer Dose Bohnen. Genau. So mag ich das auch immer. Ja. Und zum Schluss fehlt ihm halt noch eine Lunge und die will er von Dip. Dum, dum, dum. Wie fandest du die Folge? Äußerst großartig. Das ist auch wirklich, da schüttelst du den Kopf vor so viel schwachsinnigen Ideen. Ja. Aber auch einer so schönen Umsetzung und vor allem einer geradlinigen Umsetzung von dummen Ideen. Wirklich gut. Ja. Und sowas so in 10, 11 Minuten zu packen, Respekt. Ja. Gut, dann schauen wir mal, ob wir es schaffen, uns für die nächste Folge die nächsten 4 Invader Sim Episoden anzugucken. Mhm. Und dann geht's damit weiter. Yay. Ach ja. Es gab da auch mal eine Inderin, die ist wegen Hustens, einer laufenden Nase und sehr hartnäckigen Fieber immer wieder zum Arzt gegangen, ein halbes Jahr lang alle möglichen Medikamente geschluckt, nichts hat geholfen. Ja, hat sich dann gezeigt, dass Safer Sex doch nicht so sicher ist, denn eine Röntgenaufnahme hat gezeigt, sie hatte ein Kondom in ihrer Lunge. Ach ja.
sie jetzt. Ja. Ich hab dir heute keinen Film mitgebracht. Schade. Ich habe hier noch eine Liste über mörderische Tiere. Aber ich glaube, vielleicht heben wir die mal auf für das nächste Mal. Weil die Zeit ist schon fortgeschritten. Echt? Ja. Es ist schon fast eine Dreiviertelstunde, wenn ich mich nicht irre. Wie die Zeit vergeht. Ja. Aber ich habe dir einen Comicstrip mitgebracht, über den ich gestolpert bin. Das hat mich gewundert, dass sowas existiert. Und den gab es von 1976 bis 1984, also doch schon ein paar Jahre. Und zwar Inside Woody Allen. Aha. Ja. Ich meine, ich gehe jetzt nicht auf Woody Allen weiter ein. Ja. Aber es gab tatsächlich 8 Jahre lang einen Comicstrip, der so auf seiner Komödienpersonalität und seinen Neurosen basiert hat. Und er muss tatsächlich in dem Film Annie Hall, ich bin jetzt kein großer Fan von Woody Allen Filmen, muss er auch als animierte Szenen aufgetaucht sein. Und ich habe ein paar Beispiele. Also es ist sehr minimalistisch gezeichnet. Man erkennt auch Woody Allen als Woody Allen. Wo muss ich hin? Das zu sehen? Ich habe hier bei der Google-Bildersuche einfach nur ein paar Inside Woody Allen Comic-Strips. Nicht einfach tippen, Christian. Zum Beispiel nimmt er eine Biografie von Casanova aus dem Regal und ist überrascht, wie sehr sich sein Leben und das von Casanova doch ähneln. Also bis auf den Teil mit den Frauen. Das war schon der Witz. Ich habe hier einen, da läuft er einer seiner Freundin scheinbar hinterher. Und denkt so, sie sagt, dass es sie langweilt, wenn sie mit mir ausgeht. Aber trotzdem geht sie weiter mit mir aus. Zweites Bild, das ist vielleicht, weil ich es interessant halte. Ich versuche sie jedes Mal auf eine andere Weise zu langweilen. Du merkst, es ist sehr lustiger Humor. Mhm. Ich hatte noch einen. Jetzt weiß ich aber, woran mich der erinnert. Kennst du die Larry-Computerspiele? Ja, natürlich. Ja, das sieht echt so ähnlich aus. Hm? Ja, dem kann ich wenigstens zustimmen. Er steht da und denkt... Gott ist silent, Gott ist still. Und im zweiten Bild, ach, könnten wir doch nur die Menschheit auch dazu bringen, die Klappe zu halten. Er ist von Stuart Hempel gemacht worden und der hat diverse Comicstrips gezeichnet und geschrieben. Ich glaube nicht, dass er jemals so richtigen Durchbruch hatte. Es war halt so eine Auftragsarbeit. Mhm. Ja, viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Es ist halt so ein echt obskures Teil, über das ich mal gestolpert bin. Davon lebt. Well. Ja, das aktuelle Doodle, Google Doodle. Ach, das musikalische Doodle. Ja. Doodle. Doodelt gerade in mein Ohr. Doodle. Nun ja. Das hat vielleicht auch dieser Eisenbahn-Fan gesagt.
der sich, du kennst doch diese Badewanne-Stöpsel mit diesen Perlenschnüren dran. Mhm. Also er hat sich diese Perlenschnur in seine Harnröhre eingeführt. Und das andere Ende an den Trafo seiner Modelleisenbahn. Aber. Und hat gehofft, dass dieser Strom ihm so den besonderen Kick gibt. Ja, hat er wahrscheinlich auch. Ja, starke Verbrennungen. Aber es ist schön, wenn Menschen wenigstens auf diese Art und Weise die grundlegenden Gesetze der Physik und so. Ja. Setz deinen Penis unter Strom und es tut weh. Genau. Es ist so wie, leg deine Hand auf den Herd und es tut weh. Schmeiß den Föhn in die Badewanne und es tut weh. Steck den Kopf in den Mixer und es tut weh. Ja, in den Augen. Achso, Bad putzen und tut weh. Mein Spülkasten am Klo ist kaputt. Ja? Der hat hinten so eine Öffnung, wo ein Rohr reinkommen kann. Das ist okay. Das stört normal nicht. Aber irgendwie, wenn das Wasser reinläuft, spritzt das. Und natürlich genau dadurch diese Öffnung raus, sammelt sich in einer Rille und macht dann eine schöne Pfütze im Bad. Ja. Ich habe das dann letzte Woche repariert. Dann hat es irgendwann mal noch getropft, dann habe ich das noch repariert und natürlich dann auch alles durchgewischt und dachte, jetzt ist es geschafft. Und ja, heute habe ich wieder eine Pfütze gesehen und ich bin immer schon froh, dass der die Pfütze macht und nicht ich. Ja. Ah, werde ich morgen wieder aufmachen. Problem ist, dass wahrscheinlich der Schmutz und der Kalk das alles abgedichtet hatten. Wenn du das sauber machst. Ja, wahrscheinlich. Das Problem habe ich schon öfter gehabt bei so. Vielleicht gucke ich mal, wie ich das mache. Vielleicht klebe ich irgendwie eine Folie da in diese Öffnung. Hm. Einfach nur, dass das Wasser nicht mehr raus kann unbedingt. Und dann ist es mir egal. Weil sonst ist ja nichts kaputt. Es ist nur irgendwie, dass das, wo das Wasser reinläuft, dass da was spritzt. Anstatt einfach nur zu tropfen. Nur das kann ich nicht ganz aufbauen und sauber machen, weil dann geht es wahrscheinlich nie wieder zusammen. Hast du kein Hähnchen am Zulauf? Doch. Dass du das einfach drosselst, dass das nicht mit voller Wucht da rein und dann spritzt nicht? Das füllt sich ohnehin extrem langsam. Ja. Aber es spritzt trotzdem. Ich weiß es nicht. Ja. Ich hatte ja noch Kannibalismus versprochen. Also sowas ähnliches. Okay. Das ist übrigens ein gut dokumentierter Fall. Das haben nämlich Privatdetektive beobachtet. Ein Geschäftsmann aus Singapur hat ein parkendes Auto gerammt. Während seine Sekretärin ihm gerade geblasen hat. Nein. Ja. Diese Privatdetektive waren vom misstrauischen Ehemann dieser Sekretärin angeheuert worden und konnten also jetzt genau dokumentieren, wie sie seinen Penis abgebissen hat. Der Tag war für beide dann wohl gelaufen. Ja, fuck, ey. Ja, eben nicht mehr. Was, ach. Ich habe angefangen, meinen Garten frühlingsfest zu machen. Okay. Das heißt nicht frühlingsfest, das heißt winterfest. Wie heißt das denn für den Frühling? Ja, doch, frühlingsfest, das passt schon. Ja. Ich habe verschiedene Sachen gesät. Mhm. Ich habe mal ein paar alte Pflanzen entfernt, die wohl nicht mehr kommen. Leider, wie mein Estragon. Soll ich mal gucken, wo ich Estragon herkriege? Der ist jetzt quasi Estragon. Estragon. Oh, Estragon. Ja, ich habe auch Bärlauch gesät und sowas. Wobei der wächst schön hinterm Friedhof, so ein Riesenplacken. Tod ist ein guter Dünger. Ich wollte es gerade sagen. Ja, Tomaten gesät und Antenbeeren wieder und sowas. Mal gucken, was noch alles kommt. Ganz so extrem wie Dela werde ich es nicht machen. Aber so ein bisschen was. Ja,
Ja, ich muss mal schauen. Ich bin nicht ganz zufrieden mit meiner Nein, das ist das falsche Wort, Christian. Frau? Das heißt nicht Einsamung. Gärtnerei. Weil der Schimmel schneller war als der Keimling quasi. Und jetzt versuche, wie gesagt, den Schimmel aufzuhalten. Ja, ich hatte auch mein Schnittlauch von letztem Jahr. Ja. Ich dachte erst, huch, schön, er kommt schon wieder richtig schön. Und dann habe ich festgestellt, dass er so voll mit Blattläusen war, dass ich ihn lieber großflächig entfernt habe. Also, alles nicht so toll. Apropos Schimmel, also mein Vater will jetzt anfangen, Pilze zu züchten. Da gibt es ja diese Boxen. Ja. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall, weil das würde ich auch auf jeden Fall mal gern testen. Hm. Na, ich gucke mal. Aber ich muss eh aufpassen, jetzt, wo es wieder so ein bisschen warm wird, dann wird es im Wintergarten wieder sehr schnell sehr warm. Also ich hatte die Tage schon 39 Grad. Ja. Voll warm hier drin. Ich glaube, ich muss die Beschattung am Dach wieder einschalten, dass die automatisch läuft. Das ist sicherer, wenn es so wird. Aber es soll nächste Woche, glaube ich, noch ein bisschen kühler werden. Haben wir noch Themen? Weil sonst hätte ich noch einen Automechaniker mit Kolbenfresser. Ich glaube, du bist gar nicht mehr da. Doch, doch. Ah, gut. Du weinst nur. Ja, Mann, nur genau. Ja, er hat in der Arbeitspause so seine Arbeitsmaterialien zu Hilfe genommen. Sowas wie Schmieröl. Und hat sein bestes Stück dann an einem Keilriemen geschubbert. Und hat sich dabei wohl ein bisschen weit vorgelehnt. Und landete im Getriebe. Danach hatte er nur noch einen Hoden und ein zerfetztes Skrotum. Und hat sich dafür so geschämt, dass er nicht ins Krankenhaus wollte. Er hat die Wunde also getackert. Selbst. Und musste dann aber doch letztendlich, weil sich das Ganze so stark entzündet hat, ins Krankenhaus und sich von einem Arzt behandeln lassen. Ja. Das stimmt nur nicht mit den Menschen. Man kann echt nur hoffen, dass der sich vorher nicht schon fortgepflanzt hat. Ach, ach, ach. Und früher dachte man, diese Geschichten von den Staubsaugern wären schlimm. Ja, damals. Ja. Jung waren und dann Kobolde, glaub. Und Koboldinnen. Hey Süße, willst du mal meinen Kobold sehen?